Habe ich übrigens gelernt, dass es eine ganz spezielle Technik gibt, zu hauen. Also für Soft-SM haut man, dass es anständig klatscht und aber keine Spuren zu sehen sind. Und die Domina durfte auch keine Spuren hinterlassen, ne? Denn schließlich ist er dann wieder zur Mutti zurück. Und dann muss er spurenlos sein und nicht grün und blau geprügelt. Und dann gab es, darf ich das mal bei dir zeigen? Gone. Soll ich mich, nee, ich mach's an deinem Arm. Wir machen das ganz unverfänglich, ne? Ja. Also normalerweise könnte ich ja jetzt drauf losdröschen, ne? Ja. Und dann hättest du dann nach kürzester Zeit wahrscheinlich alle fünf Finger auf dem, aber das ging so, man streichelte und gab nur einen hörbaren Klatsch. Das ist aber doch jetzt sehr angenehm. Genau, und man hört zwar was und das ist dann entsprechend unterlegt. Was hast du heute? Hör nicht auf, Trixi. Ne? Ne? Und jetzt könnte man sich da, könnte ich jetzt Domina-mäßig dich zum Sklaven machen. Und es würde sich laut anhören. Sehr schön planen, das macht. Das ist richtig. Ich habe ja noch nach der Sendung. Hab ich ja noch. Also, aber es ist ja auch eine Form der körperlichen Zuwendung unterm Strich. Also es ist ja immer noch, es ist ja immer noch eine Berührung und halt nur eine etwas gröbere. Aber es ist immer noch ein Kontakt da. Ist es denn eigentlich so, wie ich mir das vorstelle, dass die Kunden, sagen wir mal, zu 95% eigentlich nur Vorstände von DAX-Unternehmen sind? Es sind natürlich die Herrschaften, die dann mit einem Aktenkoffer in der Mittagspause mal eben reinhuschen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, ob die dann, dass die vom ganzen Rumkommandieren dann irgendwann selbst die Schnauze voll haben und mal einfach alle Kontrolle abgeben. Das wäre jetzt so meine Annahme. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?